und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen XXXXL Drogeriehaul für euch mit wirklich super vielen mega interessanten Produkten. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Aber als erstes hoffe ich wie immer, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so ist, schicke ich euch ganz viel Liebe. Allererstes Video hier mit meinen neuen Haaren. Ist immer so ein bisschen tricky mit dem Licht. Und da habe ich dieses hier. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob ich euch das letzten Monat gezeigt hatte. Deswegen nehme ich es nochmal mit rein. Von Balea dieses riesen Cremebad hier. Das ist das Cremebad Südseeliebe mit traumhaftem Schaum. Und ich kann euch sagen, das ist so, so cool. Ich habe ja auch so ein paar andere Badezusätze in diesen Tüten. Aber das natürlich, also man hat einfach viel mehr in weniger Verpackung. Und das macht so einen mega coolen Schaum. Ich liebe das. Und es gibt die ja auch noch in ganz vielen anderen verschiedenen Richtungen. Ich habe so viel hier drin, es ist so viel. Alles ist in den letzten Wochen bei mir eingezogen, also das ist jetzt nicht von einem Tag oder so. Und ich habe mir auch noch dieses kleine süße Pinselset hier gekauft. Das ist aus der What's Your Fruit Mood Trend Edition von Essence. Die habe ich auch mit euch zusammen getestet. Ihr könnt sie auch online noch kaufen, vielleicht habt ihr Lust, das Video zu sehen. Ich werde es euch hier oben verlinken. Da sind insgesamt 4 Pinsel drin gewesen, 2 Gesichtspinsel und 2 Augenpinsel. Und ja, ob ich das finde, könnt ihr dann ja im Video sehen. Ebenfalls limitiert ist oder war, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht, diese Palette hier aus der Sister Love Reihe mit Essence und Catrice Tensation. Und da habe ich mir einmal die Turtle You Are In My Circle Eyeshadow Palette von Essence geholt. Die hat so sehr, so Nude Shades einfach. Ich finde die mega, mega schön. Auch mit dieser Palette habe ich ein Video geschminkt und zwar ein Full Face Essence. Auch das werde ich euch verlinken. Schaut sehr gerne bei den ganzen Videos nach diesem Video vorbei. Dann war ich ja neugierig nach meinem letzten Neuheiten-Vorstellungsvideo für euch, wie dieses Waschgel hier sein wird. Das ist das klärende Waschgel für alle Hauttypen von Balea. Sie trocknet meine Haut ein bisschen aus. Das trocknet meine Haut ein bisschen aus, aber ich mag tatsächlich den Peeling-Effekt ganz gerne. Mittlerweile benutze ich fast nur noch chemische Peelings, aber das mochte ich sehr gerne. Aber für mich wäre das kein tägliches Produkt. Also ich habe das bis jetzt erst 2-mal in der Woche immer benutzt. Dann habe ich als nächstes ein Haarprodukt hier und zwar die Blondierung, die ich für meine Haare benutzt habe, um sie zu blondieren, bevor das alles hier mit meinen Haaren passiert ist. Und ja, die war auf jeden Fall sehr gut. Ich probiere momentan noch so ein bisschen rum. Also ich möchte gerne meine Haare so haben, wie meine Längen gerade sind und zwar komplett. Aber ich habe ja Zeit und probiere da einfach ein bisschen gerne hin und her jetzt. Selber war die letzten 2 Jahre immer beim Friseur, aber kann mit der Maske einfach jetzt nicht zum Friseur gehen. Ich kann da nicht 4 Stunden sitzen und deswegen habe ich das jetzt selbst gemacht und finde die wirklich gut. Dann habe ich eine Mascara gekauft und zwar die, die in dieser wunderschönen Verpackung hier kommt. Das ist die Stella Lash Mascara von BH Cosmetics und die sieht so cool aus. Einfach mit diesem Lila und dieser glitzernden Schrift drauf finde ich das so schön einfach. Ich mag die Mascara auch. Und auch mit BH Cosmetics habe ich ein komplettes Full Face gedreht. Also falls ihr darauf Lust habt, werde ich euch das ebenfalls hier oben verlinken. Wie gesagt, alles am Ende vom Video könnt ihr euch das auch noch anschauen. Dann brauchte ich einmal neue Wattestäbchen. Und habe mir dann einfach so ein Standardpacken mitgenommen. Was ich voll cool finde, ist, dass mittlerweile, glaube ich, alle, die ich gesehen habe, waren in der Mitte auch mit Papier und nicht mehr mit Plastik. Und es war so lustig, weil die Verkäuferin, ich war so, Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wo die Wattestäbchen sind? Und es war Müller und sie war so, was ist das? Und ich war so, bin ich der einzige Mensch, der das Wattestäbchen nennt? Ich glaube nicht. Steht nämlich sogar drauf. Oh, das ist übrigens alles von Müller, Rossmann und DM. Die Sachen aus der Tensation Limited Edition sind übrigens von Müller und es wird sie auch nur im Müller und im Rossmann geben und online halt. Und von Müller habe ich dann noch so einen von diesen Badezusätzen hier. Der war im Angebot und wie gesagt, ich finde ja diese großen cool, aber mag natürlich immer noch trotzdem diese kleinen. Und das ist jetzt mit Badekristallen Früchtezauber. Das soll mit Meersalz sein. Ein weiteres Produkt aus der Tensation Limited Edition, was bei mir einziehen durfte, ist diese Palette hier, auch von Essence. Das ist die Make-A-Wish Little Fish Palette. Da sind solche Nude-Farben drin, aber auch blaue Töne. Finde ich wunderschön. Ich habe auch die ganze Limited Edition mit euch zusammen getestet. Das gibt es ja super viel auf meinem Kanal. Auch dieses Video werde ich euch verlinken, wo ich diese unter anderem getestet habe. Dann noch etwas aus der What's Your Fruit Mood Trend Edition und zwar den Jelly Primer. Ja, den habe ich mir auch mitgenommen. Einige Produkte habe ich mir mitgenommen aus der Trend Edition, aber nicht alle.
Ja, ist auch so eine kleinere Reisegröße gewesen mit 25 Millilitern und seht ihr dann auch im Video. So viele Leute haben mich damit angefixt, dass ich unbedingt dieses Duschgel probieren soll aus der Balea Limited Edition, das Copacabana. Und dann konnte ich einfach nicht widerstehen. Mir haben wirklich so viele gesagt, ich muss es unbedingt ausprobieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe es auch schon benutzt und es riecht gut, aber es ist nicht mein Favorit so. Also ich würde jetzt nicht töten für diesen Geruch. Manche schwören ja auch auf diese Body-Creme, die es ja aus der Copacabana-Reihe gab. Aber das ist nichts für mich. Also bei uns gab es sie noch, aber das ist einfach nichts für mich. Dann habe ich mir etwas mitgenommen, was ich euch erst in meinen DM-Must-Haves vorgestellt habe. Und zwar meinte ich eigentlich nicht explizit das Produkt, sondern Produkte dieser Art. Ich hatte vorher ein anderes Lippenöl von Riva Lauze Me, aber das ist jetzt leer. Und deswegen habe ich mir von Trend It Up dieses Lippenöl jetzt gekauft. Und ich war in 4 DMs, bis ich es bekommen habe, weil es überall ausverkauft war. Ich habe mir direkt 2 mitgenommen. Das ist das Gurken-Lip-Serum von Trend It Up. Und ja, auf jeden Fall mit so einem riesen Applikator. Und ich finde es einfach so praktisch im Moment für meine Lippen. Ich mag die Textur einfach sehr gerne. Das spalten sich ein bisschen die Geister. Ich zum Beispiel finde, dass es nicht nach Seife schmeckt, was super viele gesagt haben. Ich mag es wirklich total. Weiter geht's mit Tensation. Es durfte bei mir auch eine Face-Palette einziehen. Und zwar von Essence. Das ist die Shine Like a Sea Star Highlighting and Bronzing Palette in der helleren Variante 010 Champagne Beach Love. Und ja, da sind auf jeden Fall 3 verschiedene Highlighter drin und ein Bronzerton. Auch diese Palette werdet ihr im Video dann finden. Dann habe ich mir was für meine Füße mitgenommen. Also ich liebe ja gepflegte Füße und das ist mir super wichtig. Das ist die Fußmaske mit Babasu und Macadamia-Nussöl für intensive Sofortpflege. Genau, habe ich 2-mal hier. Und zwar habe ich sowas gesucht und ich habe es mit meinem Mann entdeckt. Und er hat mir 2 mitgenommen, weil er meint so, du hast doch auch 2 Füße. 1 ist aber für 2 Füße, also ich kann jetzt hier was mit 4 Füßen machen. ich habe hier noch Produkte von Douglas und TK Maxx drin, fällt mir auch gerade auf. Und zwar habe ich mir noch eine Lidschattenpalette mitgenommen bei Douglas neulich. Ich habe mich so sofort verliebt einfach. Erstmal, das Packaging ist halt mega schön und die Farben sind auch ein Traum einfach. Und mich hat die ganze Aufmachung, es ist so eine schwere Palette, die fühlt sich einfach an wie die Anastasia Beverly Hills Paletten. Ich habe ja die Norvina Palette und das ist so schwer. Ich würde sagen, sogar die ist noch schwerer. Und ja, finde ich auf jeden Fall mega krass. Die Farben sind ein Traum. Und das ist eine Limited Edition. Und da gibt es auch noch eine lila Variante von. Und die waren nämlich als Angebot für 9,99 €. Mittlerweile kosten sie wieder 20, aber vielleicht interessiert euch ja trotzdem dafür. Dann durften aus der What's Your Fruit Mood Trend Edition auch noch 2 weitere Produkte einziehen. Und zwar einmal das Lipgloss und Liquid Lipstick Set. Ja, genau, einfach so auch so eine kleine Reisegröße. Und dann habe ich noch das Refreshing All Over Mist mitgenommen. Das soll für den Körper geeignet sein, aber das kann man auch fürs Gesicht benutzen, Leute. Also könnt ihr für beides benutzen. Ja, ist auch beides im Video zu finden. Dann war ich mir nicht sicher, weil ich hatte das jetzt erst rausgesucht wieder, weil ich damit was machen wollte. Und dann war ich so, habe ich das eigentlich auch beim letzten Mal gezeigt? Dadurch, dass ich euch die Sachen, die ich euch immer am Anfang des Monats im Haul zeige, über den ganzen Monat kaufe, suche ich manchmal die Sachen wieder zusammen. Und dann bin ich mir mal nicht ganz sicher. Aber falls nicht, ich habe mir diese Nagelsticker hier geholt von Essence. Die finde ich so, 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 so süß. Da sind halt so richtig coole kleine Monde und sowas drauf. So kleine Traumfänger und Federn. Super, super schön. Also entweder halt für die Nägel oder was ich damit vorhabe, das in mein Gesicht einfach zu kleben. Für Make-up-Looks finde ich einfach total süß. Außerdem durfte dann aus der Tensation Trend Edition noch dieses Glow Mist hier mit. Das ist von Essence und ich habe es leider vergessen zu zeigen, deswegen jetzt hier nochmal so. Dann habe ich einen neuen Überlack gebraucht, weil meiner leer war. Ich habe 2 verschiedene Favoritenüberlacke von Essence. Den einen weiß ich gar nicht, wie der heißt. Den ich fast immer kaufe. Das ist irgendwie so ein 2-in-1 irgendwas. Aber welchen ich noch viel, viel lieber mag, ist dieser hier. Der ist nur immer ausverkauft. Der Better Than Gel Nails
Top Sealer High Gloss. Den finde ich so gut. Und ich kaufe den, glaube ich, schon seit 2014 immer wieder. Und die dürfen den niemals aus dem Sortiment nehmen, weil der einfach der beste ist. Noch ein Face-Produkt aus der Tensation Limited Edition, und zwar dieses hier. Das ist von Catrice, das Bronzing Babe of the Dunes Maxi Bait Bronzing Powder für Face and Body. Sieht so aus und ja, ein wunderschönes Produkt. Auch das ist im Video und ja, ich liebe auch das Packaging von den ganzen Produkten. Es hat mich so angesprochen, weil ich liebe einfach Pappverpackungen mit Magnetverschluss. Das sind einfach meine Liebsten und alles war so aufgemacht und es hat mir einfach extrem gut gefallen. Weiter geht's mit BIH Cosmetics. Da habe ich mir gekauft den Shade & Define Dual Brow Pencil. Auch den seht ihr im Full Face BIH Cosmetics Video, was ich euch verlinkt habe. Das ist die Farbe Blond. Mit diesen Haaren jetzt... Oh, bam. Okay. Mit meinen Haaren jetzt wirkt der etwas zu warm, aber vorher sah er wirklich perfekt aus. Also ja, ich mochte den sehr gerne. Der hat zwei verschiedene Seiten, eine dünne, eine dicke. Finde ich ziemlich cool und sehr praktisch. Weiter geht's mit TK Maxx. Ich habe erst seit kurzem einen TK Maxx hier bei mir in der Stadt und irgendwie gibt's nicht wirklich was Cooles. Also viele sagen immer, boah, das findest du da und das findest du da, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich habe da auf jeden Fall nur super selten, dass ich was Cooles finde. Jetzt war es auf jeden Fall der Fall. Und zwar einmal habe ich von Milk Makeup dieses Produkt hier. Das ist ein Metallic Liquid Lipstick und ich liebe ja solche Farben, gerade auch für den Herbst, einfach mit so einem Liner. Und das hier ist die Farbe Willow. Finde ich mega schön und war halt super günstig nur noch. Und dann habe ich tatsächlich etwas von Stila gefunden. Da will ich unbedingt nochmal diese Liquid Glitter Eyeshadows ausprobieren. Aber ich habe jetzt hier den Lippenstift. Das ist ein matter Lippenstift in der Stiftform auch. Und die Farbe heißt Soiree. Und finde ich richtig, richtig toll. Auch eine richtig schöne universelle Farbe. Finde ich, passt auch in jede Jahreszeit. Nicht, dass ich mich da wirklich dran halten würde, aber ich finde, sie passt zu super vielen. Dann habe ich jetzt hier noch eine weitere Lidschattenpalette, ebenfalls aus der Tensation-Reihe. Und zwar die Reach Up for the Sunshine Eyeshadow Palette mit den Warm Tones von Catrice. Finde ich so wunderschön auch. Und was ich damit gemacht habe, könnt ihr euch, wie gesagt, anschauen. Falls ihr die noch irgendwo bekommen könnt, ihr bekommt sie vor allem auch von Cosmetic for Less. Ich kann euch mal einen Link in die Infobox setzen, wo ihr sie auf jeden Fall noch bekommt, meine ich. Stand gestern. Und ja. Ich hoffe, dass das Video euch jetzt gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!